So, willkommen für heute zur vorerst letzten Folge von Star Wars, würde ich sagen. Ich habe jetzt den ganzen Tag gezockt. Naja, guten Tag. Ganzen Tag stimmt ja so auch noch nicht. Der Tag ist ja noch lang. Zum Glück. Ausnahmsweise mal ein langer Tag. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Schließen wir erstmal die Mission ab. Mal ausnahmsweise ein langer Tag. Wo ich machen kann, was ich will. Ba 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 ba. Du 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 du. Das ist gut. Und los geht's. Hier sind keine, die uns irgendwelche Missionen geben wollen. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, ich bin noch so weit von Level 50 entfernt. Ach man. Da unten ist irgendwo so ein Wissensobjekt. Da unten, genau. Da war es. Alles ist vorbereitet, Sir. Ich erwarte eure besten Verbindungsschiffe auf Hochglanz poliert und mit den edelsten Schnäpsen beladen. Wünscht ihr alternative Erfrischungen? Unbedingt. Und Sklaven 50. Nein, 100. Nur Twi'lek. Ich mag Twi'lek. So gut wie erledigt, Sir. Ihr habt die richtige Wahl getroffen, euren Geburtstag auf Na Shaddaa zu feiern. Okay, interessant. Okay, da hinten weiter und weiter noch dahinter. Ja. Gut. Nee, hier geht's nicht rein, dann ist hier auch nicht. Tatsächlich erst hier. So. Jo, ist wohl richtig. Ups. Das wollte ich ja nicht. Ich wollte bestimmt nicht da oben die Leiste umschalten. So. Das ist eine Katastrophe, Barish. Wie soll ich mich mit Feinden befassen, die nicht verhandeln? Ja, Power Golka. Doronikuna wa wunda donko. Ich dachte, Huttisch wäre die Sprache aller kriminellen Geschöpfe der Galaxis. Minister Planet teilte mir mit, ihr würdet uns die Passiercodes bringen. Die Republik steht in eurer Schuld. Wie immer. Ich bin Botschafter Avadon. Und das ist Barish Fenak Toril, einer der wichtigsten Geschäftsleute in diesem System. Willkommen. Alles klar. Was ist hier eigentlich los? Ich fürchte, wir stehen mit der Unterwelt im Krieg. Mit ich wem habe sonst? Den Auftrag, für die Republik Beziehungen auf Na Shaddaa aufzubauen. Wir brauchen die technischen Vorzüge hier, um uns gegen das Imperium zur Wehr zu setzen. Die Anführer von Na Shaddaa verkauften uns einen ganzen Sektor für unser Hauptquartier. Leider wird er von den Schurken der Kintanischen Könige heimgesucht. Ihre Tage sind gezählt. Versprochen. Ich muss euch warnen. Das sind keine gewöhnlichen Kriminellen.
Die kintanischen Könige wollen uns aus ihrem Gebiet vertreiben. Und sie gewinnen. Ein Jedi, der uns helfen wollte, wurde auf offener Straße tot aufgefunden. Sie haben ihm schreckliche Dinge angetan. Seid ihr sicher, dass es die Bande war, die den Jedi ermordet hat? Ja und nein. Verlässliche Informationen sind hier eine Seltenheit. Die Mogukai sind ein Nikto-Kult. Jedi Jäger, die gelehrt werden, der Macht zu widerstehen. Ich wurde gelehrt, Sith zu widerstehen, Botschafter. Der ermordete Jedi ebenso, nehme ich an. Der Angriff auf Minister Planet war nur eine Ablenkung. In Wahrheit wollten die Verbrecher einen Militärfrachter der Republik entführen, der kybernetische Kampfimplantate transportierte. Schnellere und stärkere kintanische Könige können wir nun wirklich nicht gebrauchen. Wenn ihr die Implantate habt, bringt sie dem Waffenhändler Nurkolas. Er arbeitet heimlich für Barish. Ja, ja, schon klar. Schon recht. Oh, immer gebunden, mir doch egal. Okidok. Uiuiui, der Botschafter ist schon Level 28, wir sind begeistert. Was war das? Post. Post. Schauen wir mal, Post. Wird es hier irgendwo geben? Ist bestimmt einer. Rein oder andere. Was ist denn das hier? Wartet mal. Okay, gehen wir da lang. We are on the promenade. Nein. Mein Mann. Ich merke schon. Langsam wird es Zeit für eine Pause. Oh, hier ist nichts zu sehen, nichts zu sehen. Hier gibt es nichts zu sehen, alles klar. Okay. Friends, let's use the elevator. Let's use the elevator. Okay. Abgeschlossen, benutze Turbolift, bla 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 blub. Na, okay. Das ist schon der zweite Feldagent, der sich nicht mehr meldet. Unser Netzwerk wird angegriffen. Das wissen wir nicht. Doch. Wir wissen, dass Agent Galen gefangen genommen wurde. Er verrät dem Feind unsere Schwachstellen. Ruft Alarmstufe Omega für alle Feldagenten aus, wenn ihr euch dann besser fühlt. Mal sehen, wie viele sich melden. Der Jedi, der Wächter 1 ausgeschaltet hat. Ich bin froh, euch hier zu sehen. Ich bin Chief Rikan. Ich wünschte, ich hätte bessere Neuigkeiten. Wir tappen derzeit völlig im Dunkeln. Das ist schlecht. Licht ins Dunkel zu bringen, ist mein Spezialgebiet. Ich sage euch, was ich weiß. Agent Galen kam her, um eine streng geheime Operation zu sichern. Etwas, das selbst vor uns geheim gehalten wurde. Galen verschwand im Nikto-Sektor auf der Suche nach einem Kontakt. Wenigstens hinterließ er eine Spur, der wir folgen können.
Das ist doch ein Anfang. Wo finde ich diese Spur? Galen hinterließ verschlüsselte Fortschrittsberichte in SID-Geheimfächern im gesamten Nikto-Sektor. Das Gebiet ist jedoch zu gefährlich geworden. Ich musste meine Agenten dort abziehen. Wenn ihr die Berichte wollt, müsst ihr allein dorthin. Na, ein Glück. Ich hatte schon befürchtet, dass es zu einfach würde. Ich habe Alarmstufe Omega ausgerufen. Nur die Hälfte unserer Feldagenten hat geantwortet. Ich sag's euch, wir wurden verraten. Wir müssen das Hauptquartier verlegen, bevor es zu spät ist. Bestimmt ist es jetzt zu spät. Vielleicht will der Feind euch ins Freie treiben, um euch leichter erledigen zu können. Fliehen und neu sammeln ist jedenfalls besser, als auf den Tod zu warten. Eine Evakuierung des Gebäudes kommt überhaupt nicht in Frage. Hier drin sind wir sicher. Und wir haben eine Mission zu erfüllen. Ich habe die Positionen von Agent Galens Geheimfächern markiert. Ladet seine Berichte auf euren Holo herunter und kontaktiert mich. Ich werde sie entschlüsseln. Besorgen wir uns ein paar Antworten. Viel Glück. Brauchen wir nicht. Glück ist was für Anfänger. Hübsch. Bam, 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 bam. Okay, dann fahren wir halt wieder nach oben. Zack. Ja. Schön. Ach, jetzt sind hier auf einmal Leute? Und warum waren eben keine Leute hier? Verwirrend. Verwirrend. Kam mir schon so ein bisschen komisch vor, dass gar keiner hier war. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir noch ein Dings finden. Da. Ist ein E-Mail-Postfach. Bei unserem letzten Treffen hatte ich schlechte Laune. Von den Imperialen festgehalten zu werden, hat diesen Effekt. Jetzt, da ich wieder mehr ich selbst bin, ist mir klar geworden, dass ich mich auf Taris nie richtig bei euch für meine Rettung vor Wächter 1 bedankt habe. Ich weiß, dass die Jedi nicht nach Anerkennung streben, aber ich verdanke euch mein Leben. Die Republik fängt langsam an, die wahre Natur unseres großen Feindes zu verstehen. Der Senat ist endlich bereit zu tun, was schon vor Jahren hätte getan werden sollen. Und ich werde meinen Teil leisten. Ohne eure Hilfe wäre all dies nicht möglich. Dafür gehört euch mein Dank. Dr. Godera. Droiden Diagnose Set. Zack. Könnten wir eigentlich mal. C. N. Ich bin weg. Ciao. So. Inventar. Und hier, das ist doch bestimmt mittlerer Zuneigungsgewinn, sag ich doch. 125 Zuneigung. Wie viel haben wir da? 40. Ich weiß nicht, wann, ab wann es wieder was gibt. Ich glaube immer pro im Tausender Schritten. Ich dachte, das wäre viel weiter. Na gut. Was ist denn das? Da sind wir auch bald schon wieder bei 15 Minuten. Autsch. Ja. Uiuiui, wie schön. Ja, ne? Da hinten. Das könnten wir gleich mal aufdecken, wenn wir doch schon mal dabei sind. Ich
freue mich immer über Kundschaft. Mhm. Kann ich euch behilflich sein? Ja. Seht euch ruhig um. Was hast du? Hier findet ihr alles. Hochwertige Ausrüstung nach Militärstandards. Was ist denn das hier? Das ist... Kommt heil wieder. Wir haben euch sicher im Handumdrehen wieder auf den Beinen. Aha, keine Ahnung. Sagt mir jetzt wieder mal gar nichts. Nein. Zack. Keine Ahnung. Was ist das hier jetzt? Dorn? Sagt mir gar nichts. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Weiß ich nicht, wozu das ist. Kenn ich noch nicht. Was sind hier da alle? Ne, da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen da unten hin. Dann sollten wir da auch hingehen. Was ist das hier? Ne, könnten wir nochmal auf der Karte gucken, aber ne, wir hatten alles aufgedeckt, ne? Also doch dahin. Natürlich. Was sonst? Melden Sie Ihre Beschwerden. Nö, habe ich nicht. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Jederzeit. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Den wünschen wir uns auch. Was soll ich denn nur... Was starte ich denn immer? Das frage ich mich ja wirklich. Also das hier könnte ja mal weg. Aber was mache ich denn immer? Check ich nicht. Tja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es doch. Okay, der ist es, also den sollten wir mal dann aktivieren. Schön, haben wir wieder was entdeckt. Tja. Schön. Haben wir Tase Makibuna, Malituta und Mishka. Skruni do pat kuri ra do kanki kung. Wata humpa, muri ra wa fupa jipampa hula. Haben Sie jemanden getötet, der euch nahe stand? Ni at am bumpa o shura mo kili mo klanki. O grani tampi o tapushi wumpa, putula musta. Ni stuka mo goto parchi chisa domba. Mut habt ihr ja. Das muss man euch lassen. Chikospa inin kudat iji gliska chanaga wa.
Togawata Kiko Uba Kiliwata Buki Donko. Jonki Faguta Chiho Podaji Oto Vokise. Ich fürchte mich nicht vor dieser Bande. Gib mir die Lema. Chusa Yomata Chitoya Asubi Mota Uipa. Umba Hupa Chikilia Umpasa Dobiska. Ja, okay. Gut. Machen wir das. Wir sabotieren das ganze Zeug da. Wurscht. Gibt's hier irgendwo eine Dingsbahn? Bam, 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 bam. Schön für die Bruderschaft des Lichts. Dies aller Schnäppchenjäger. Ich würde mir die Ware allerdings nicht zu genau anschauen. Gut. Was ist denn hier mit? Mit den... Da. Schauen wir mal, haben wir hier irgendwo... Thema mit dem blöden Rekord. Ich habe überhaupt keinen Rekord. Gut, das war das. So, muss man wirklich langsam heilen. Okay. 9 von 16, Teil 1. Oh Gott, ich hasse sowas. Na, 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 könnt ihr mal versuchen, ne? Müsste ich die Folge eigentlich auch schon wieder beenden. Aber ich habe keinen Bock. Ich muss es trotzdem machen. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.